Servus Leute, endlich seht ihr mich mal wieder, den eigentlichen Gründer dieses Channels, und ich soll jetzt Tims Satz abfilmen. Er macht hier gerade eine Übung, die geht deutlich in den linken Hoden. Tim ist gerade am Shredden. Spaß beiseite. Ich würde sagen, die Übung geht in die Schulter, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Wahrscheinlich in die hintere Schulter. Hier seht ihr auch, wie der Tim die Arme nicht ganz durchstreckt, sondern leicht angewinkelt lässt. Angewinkelt, du Spacken, Alter. Hey, die Leute sagen immer, dass es nicht, es heißt nicht, du frägst, gell? Du fragst heißt es eigentlich, gell? Aber im Schwäbischen sagen wir, du frägst. Es ist so. Alter, was für Themen gehen dir durch den Kopf? Nein, weil die Leute schreien die ganze Zeit, hey, was laberst du, was für frägst? Das heißt fragst. Leute, jetzt anfangen jeden Dialekt hier. Warte. Leute, wisst ihr, was ich dazu sage, Alter? Wenn Leute sowas sagen, verpisst euch! Ich weiß jetzt nicht. Wie würde der Schwabe sagen, verpisst euch? Beziehungsweise wie würde der Reis sagen, verpisst euch? Hasselt davon. Hassel mal weg. Hassel davon, Alter. Ich kenn dir mal die Sachen vor. Ralf, wenn du das siehst, hassel mal einen Pick raus. Hassel mal einen Pick raus, Ralf. Wisst ihr, was der Ralf immer uns fragt? Der Ralf will immer Abonnenten haben. Ja. Ralf ist Fame ganz wichtig. Ralf will immer, dass ihn mehr Leute kennen. Und dann sagt er, schreibt er mir immer heute zum Beispiel, Tim, brauchst du mal einen Pick raus? Ich bin aus New York gekommen. Ich habe 2 Tage, 50 Stunden, wirklich 50 Stunden nicht geschlafen. Und ich komme dann an. Er holt mich ab in Panamera. Hast du mal einen Pick raus? Tim, Selfie. So das Beste ist immer... Auf Instagram-Pick. Egal wann du mit Ralf ankommst und wenn du Abos hast, das Erste, was er dir sagen wird, ist, hustle mal jetzt einen Insta-Pick raus. Bevor es den Handshake gibt, kommt der Ralf und sagt, wo ist mein Insta-Pick? Hast du einen Insta-Pick? Und der Ralf, der guckt auch immer, dass wenn zum Beispiel, ja Ralf, dann komme ich nachher noch vorbei und hole meine Shredded-Sachen ab. Dann kurz überlegen. Ja gut, alles klar, dann kommst du vorbei, dann können wir auch direkt einen Pick raushasseln. Und jetzt kommt es bald auf die nächste Ebene. Ralf will in all unsere Videos rein. Genau, der war ja schon bei mir drin. Aber das Ding ist, bei Ralf, der muss halt die ganze Zeit sagen, dass er irgendwie Picks will oder so, weil alleine schafft sonst, er das halt sonst, nicht. Sonst juckt den keinen. Die Leute wollen den auch gar nicht abonnieren. Ihr müsst mal meinen Instagram-Channel gucken. Die letzten Bilder, 80% Ralf Settele. Ralf, nur Ralf. Immer nur Ralf. Ich glaube, das ist die Ralf-Invasion. Ich glaube, da ist was in der Welle kommt auf uns zu. So, ich bin am Bumsen und dann sagt meine Freundin, oh, ich glaube, ich habe da Ralf gesehen gerade. Die Ralf-Selfie. Die Ralf-Invasion. Hey, fotografiert uns gerade ab. Wo ist Ralf? Ralf, verpiss dich!